Herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop für die Woche vom 19. Juli bis zum 25. Juli. Und wie du siehst, ich bin heute noch einmal aus der Konserve. Ja, das liegt daran, dass ich tatsächlich noch mal in den Urlaub gefahren bin. Und ich möchte dir aber nicht das Wochentaroskop vorenthalten. Deswegen habe ich es noch einmal vorproduziert. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Und im Hintergrund siehst du auch schon die Spirit Guide Karte für die kommende Woche. Und zwar habe ich die diesmal gezogen aus dem sehr hübschen Lenormand Tarot. Lenormand Tarot vor längerer Zeit mal im Königsfurt Urania Verlag und bei Lo Scarabeo erschienen. Das ist zwar vergriffen, aber sicher noch erhältlich, wenn es dir wirklich gut gefällt. Es kombiniert, wie sollte es auch anders sein, die Tarotkarten mit den Lenormand-Karten und hat dabei Motive hauptsächlich so aus der Regency oder aus der Empire-Zeit, je nachdem, über welches Land du da gerade nachdenkst. Und ich finde die Karten sehr hübsch. Ich habe die vier der Stäbe gezogen. Die vier der Stäbe ist eine Qualität über die vier, die sagt, wir haben ein Plateau erreicht, es geht ans Ausruhen. Es ist aber auch die Kombination von Mars und Venus in Löwe, also eine feurige, dynamische Kombination, die uns gerade noch bis zum Donnerstag begleitet. Am Donnerstag geht Venus aus dem Löwen raus und zieht in die Jungfrau rein. Dann wird es eindeutig wieder weniger genussvoll und mehr Spielraum, jetzt mal wieder in Action zu kommen, zu handeln und nicht nur flach zu liegen in der heißen Sonne, obwohl der August uns ja immer noch bevorsteht. Aber auf jeden Fall bis Donnerstag sehr stark das Thema genießen, sich treiben lassen und mit den Vögeln aus den Lenormands vielleicht auch ein bisschen bitchen oder Informationen austauschen. Eigentlich eine gemütliche Karte, die sagt, kommt, lasst uns ein bisschen ausruhen und diese Venus-Mars-Kombination feiern. Du hast vielleicht mein Mondhoroskop gesehen, mein Neumondhoroskop im Krebs. Da habe ich auch über diese Kombination gesprochen. Schau es dir sonst noch einmal an. Und ansonsten, was ist astrologisch noch in der kommenden Woche los? Am 22., wenn Venus in die Jungfrau geht, geht auch die Sonne in den Löwen. Das heißt, die Hitze, die Leidenschaft, die durch Mars und Venus in Löwe angekickt wurde, die bleibt uns auch erhalten, wird vielleicht etwas noch vertieft oder überpersönlicher als mit diesen beiden sehr persönlichen Aspekten Venus und Mars. Natürlich ist die Sonne auch sehr persönlich, aber für mich immer auch ein Zeichen der Gesellschaft, wenn ich mundan diskutiere über Astrologie. Ja, und dann ist noch etwas Interessantes in der kommenden Woche am 24. Juli, das ist der Samstag oder Sonnabend, da haben wir einen Vollmond im Wassermann und der ist bestimmt auch von Bedeutung, denn wir haben ja eine sehr starke Wassermann-Thematik seit der Wintersonnenwende auf jeden Fall und ein Vollmond, der bringt immer etwas zum Abschluss. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier Dinge zu einem Abschluss geführt werden, die für dich, dein Wassermann-Thema, dein Veränderungsthema in diesem Umwandlungsprozess, in dem die Gesellschaft gerade steht, betrifft. Und da wäre es gut, wenn du aufpasst, was da dir genau begegnet an diesem Tag. Aber dazu mache ich natürlich noch mal ein gesondertes Video live, wahrscheinlich dann am 23. Juli. Gut, das sind die Informationen für den Spirit Guide, also die Seele baumeln lassen, Dinge tun, die uns Freude machen, die Gedanken frei fließen lassen und einfach genießen. Perfekt, ich bin also genau richtig mit meinen Plänen gewesen, in den Urlaub zu fahren. Nun aber, ich weiß, ihr seid immer ungeduldig und möchtet euch endlich etwas zu eurem Tierkreiszeichen hören. Nun aber ziehe ich die Karten für die einzelnen Tierkreiszeichen
Und ich habe mich entschieden, wie schon in der letzten Woche, nochmal zu einem Künstlerdeck zu greifen. Also in diesem Falle das Hieronymus Bosch Tarot, auch bei Königsfurt Urania erschienen in Zusammenarbeit mit Luz Garabeo. Es ist schon etwas länger her, dass dieses Deck erschienen ist und auch das wird wahrscheinlich eher nur noch secondhand erhältlich sein. Es gibt ja Künstlerdecks wie die von Hermann Heindl oder Karl W. Röhrig, Pablo Röhrig, die tatsächliche Künstler sind und ihre eigene Version eines Decks gemalt haben. Dafür gibt es natürlich inzwischen unzählige Künstler, die ihre Tarot-Version gemalt haben. Aber es gibt eben auch diese Künstlerdecks, die Tarot-Bilder im Stile eines Künstlers, eines bekannten Künstlers nachempfinden. Letzte Woche habe ich euch das Botticelli-Tarot gezeigt. Das hat Botticelli nicht selbst gemalt. Auch Hieronymus Bosch hat nicht sein eigenes Tarot gemalt. Aber Bilder, Motive aus seinen Bildern sind in diesem Tarot zusammengefasst worden, um dann in seinem Stile ein Tarot zu bilden. Und das kann sehr schön sein. Hieronymus Bosch ist natürlich ein super spannender Künstler, der besonders bekannt wurde durch seine Fegefeuer- und Höllenbilder, die ihr garantiert alle kennt, denn sie werden in jedem Film, der irgendwie was mit Hölle und Fegefeuer zu tun hat, sehr gerne verbraten. Und wir schauen mal, ob er nicht einfach auch mal ein paar positive Bilder hat, denn die wollen wir jetzt haben, wenn wir durch den Tierkreis wandern. Und wie üblich beginne ich natürlich mit dem Widder, aber nicht ohne vorab meine Triangel zu läuten. Und los geht es mit dem Widder. Und ich bin sehr gespannt. Also, das ist ein guter Start, was ich hier vorlege mit dem Widder. Für den Widder habe ich die Welt gezogen und alle Flat Earther werden sich sicher sehr über diese Darstellung der Welt freuen. Prinzipiell ist diese Karte eine super gute Karte, lieber Widder, liebe Widderfrau da draußen. Sie sagt, dass du gerade vielleicht auch dann zu Vollmond in Wassermann tatsächlich angekommen bist, auf einer Suche, auf einer Reise mit etwas. Ein Thema jetzt feiern kannst, das abgeschlossen ist, loslassen kannst und dann wieder ein neues Thema aufgreifen kannst. Die Welt ist einfach die höchste Karte im Tarot und verspricht dir, dass deine Reise wirklich zu Ende ist, bei dem Thema, was dich sehr, sehr stark beschäftigt. Und es ist nicht so unangenehm wie der Tod, wo es ums Trauern und uns verabschieden geht. Hier in der Welt können wir feiern, dass wir etwas erreicht haben. Das kann dieses Erreichen einer Prüfung sein. Es kann sein, dass wir endlich verheiratet sind. Es kann aber auch sein, dass wir den Traumjob gefunden haben. Natürlich gibt es danach immer wieder neue Herausforderungen, aber die Welt fordert dich erst einmal auf zu sagen, hey, das habe ich erreicht. Und auch wenn es nicht so was Dramatisches ist, wie was ich gerade beschrieben habe, ich habe etwas erreicht und das feiere ich jetzt und ich lasse es mir gut gehen. Und somit bist du, lieber Widder, genau im Einklang mit der Karte 4 der Stäbe, die tatsächlich auch dem Widder Mars und Venus im Widder zugeordnet ist. Mars und Widder jetzt im Löwen bescheinen dich sehr positiv, also genieße die Zeit der kommenden Woche und streich dir ruhig den Wassermann-Vollmond dick im Kalender an, denn du kannst davon ausgehen, dass du dann in der nächsten Woche wieder dich neuen Projekten und Aufgaben stellen darfst, nachdem du hier etwas zu einem würdigen Abschluss gebracht hast. Das, mein lieber Widder, meine liebe Widderfrau, ist meine Nachricht für dich. Nun kommt der Stier an die Reihe. Und auch für dich habe ich ein großes Arkanum gezogen. Also dafür, dass wir alle hier genießen sollen, ist es ja ganz spannend, dass ich schon zwei große Arkana gezogen habe. Für dich das Rad des Schicksals, das hier sehr dramatisch mit der Eule, die da oben sitzt, die Göttin der Weisheit sozusagen verkörpert wird. Und im Inneren des Rades, da bewegen sich jede Menge Menschen, kämpfen oder
haben aufgehört zu kämpfen. Ja, es ist so, dass der einzige Langsamläufer, der Uranus in deinem Zeichen, gerade ja als einziger noch direktläufig ist und alles andere steht still im Kosmos. Und das sich immer bewegende des Rades ist natürlich überhaupt nicht dein Ding, lieber Stier. Aber ich glaube, in den letzten 3 Jahren, seit Uranus durch den Stier reist, hast du schon immer wieder mehr gelernt zu sagen, okay, dann ist es so, ich gebe mich dem Fluss des Lebens hin und das Rad des Schicksals in dieser Woche fordert dich erneut dazu aus, auf den Dingen ihren Lauf zu lassen. Höre auf, gegen Veränderung anzukämpfen, lasse sie zu. Ob das in deinem Herzen ist oder ob das von außen kommt, diese Veränderung, lasse sie zu und überlege dir lieber, anstatt dagegen anzukämpfen, was du tun kannst, damit diese Veränderung gut für dich funktioniert, damit du am Ende als Siegerin oder Sieger dastehst und es dir gut gehen lässt. Normalerweise bezeichnet das Rad des Schicksals immer eine positive Veränderung, denn wir ziehen ja die Karten nur dann, wenn es uns eigentlich schlecht geht. Wir machen das ja nicht nur, weil wir irgendwie Bock haben, mal eine Karte zu ziehen. Da fordern wir dann unser Schicksal zu sehr heraus. In dem Falle, wenn ich jetzt die Karte für dich ziehe, lieber Stier, ist das natürlich etwas anders. Aber prinzipiell wirklich bleib im Flow, genieße, was zu genießen ist, lass los, was loszulassen ist und sperr dich nicht. Dass mein lieber Stier, meine liebe Stierfrau, Stierin, Kuh, ist meine Nachricht für dich. Zwillinge sind an der Reihe. Und auch für die Zwillinge ziehe ich sicher eine sehr spannende Karte. Nichts los wirklich bei dir in deinem Zeichen. Und ja, ich habe für dich so ein bisschen so eine Kater-Stimmungskarte gezogen, die 8 der Kelche. Ja, ich muss sagen, für dich könnte emotional gerade etwas die Luft raus sein. Du hast vielleicht genug gefeiert in den letzten Wochen und würdest eigentlich, Merkur bestimmt dich ja jetzt langsam mal wieder ans Arbeiten, ans Handeln gehen. Aber die 8 der Kelche, die sagen zu dir, bevor du jetzt losstürmst und wieder in Aktivismus verfällst, was du ja ganz gerne tust, lieber Zwilling, liebe Zwillinge, überleg doch nochmal, was dir wirklich gut tut, was dein Herz braucht, um ja, voranzukommen im Leben und was du brauchst, um glücklich zu sein. Bei der 8 der Kelche begeben wir uns immer auf eine Reise, die sagt, ja, wie komme ich zu meinem persönlichen Gral? Wie finde ich denn mein Glück im Leben? Und dazu genau bist du aufgefordert. Es geht jetzt nicht darum, loszustürzen und dich in etwas hineinzuwerfen, ohne dass du nachgespürt hast, ist das jetzt auch wirklich an der Zeit? Ist das das richtige Timing? Ist das jetzt gut für mich? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich bitte dich einfach, wie auch die anderen Zeichen zuvor, in dieser Woche nicht zu viel zu machen, sondern die Seele baumeln zu lassen. Die Antworten können dann vielleicht ganz alleine in dir auftauchen, da musst du dann gar nichts zu tun. Aber wenn du gerade in einer Situation bist, in der du nicht weißt, ob du gehen solltest oder bleiben, should I stay or should I go, dann ist die 8 der Kelche meistens der Hinweis. Du musst dich jetzt noch nicht unbedingt verabschieden, aber distanziere dich erst einmal emotional, zieh dich mal raus und schau, wie es sich anfühlt, wenn du die Situation von außen betrachtest. Das kannst du bist ein Zwilling, du kriegst das hin, dich neben dich zu stellen. Und das sehe ich als eine wichtige Aufgabe für dich in der kommenden Woche. Dies ist meine Karte für dich. So, ich tue mich hier immer wieder etwas schwer, ihr wisst das mit der Triangel und so weiter. Aber ich habe es in den Krebs oder zum Krebs geschafft. Und du, lieber Krebs, hast ja noch ein paar Tage Geburtstag. Bis zum 22.07. steht die Sonne noch in deinem Zeichen.
Und für alle Geburtstagskinder ziehe ich jetzt eine Karte und habe eine wunderschöne Krebskarte gezogen, den König der Kelche. Was hat denn der da auf dem Kopf? Sieht sehr interessant aus. Ja, der König der Kelche ist zwar eher den Fischen als dem Krebs zugeordnet, aber dennoch ist er eine Karte, die sagt, ich kann wundervoll jetzt intuitiv sein, ich kann mein krebsiges Wesen rauslassen und ich höre ganz auf meinen Bauch, ganz auf meine Intuition. Das hast du als Krebs ja sowieso immer eigentlich zu tun, aber ja, wie wir alle, vergisst du diese Aufgabe und schaltest dann doch immer wieder den Kopf ein. Damit will ich nicht sagen, dass du nicht denken sollst. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die jetzt gerade wichtig sind für dich, wenn es darum geht, dich in einer Situation gut zu verhalten, dann aktiviere deinen inneren König der Kelche. Er wird dir den Weg weisen, ganz ohne Worte, sondern rein aus dem Gefühl heraus. Und dem solltest du dann auch folgen, diesem Rat, den er dir da gibt. Der König der Kelche kann auch dafür stehen, dass du deine psychischen Fähigkeiten weiterentwickelst. Mit psychischen Fähigkeiten habe ich gerade Englisch gedacht, Psychic Abilities. Da meine ich natürlich die Channel-Funktion, die du haben kannst. Er fordert dich dazu auf, viel zu meditieren. Vielleicht gibt es auch jemanden in deinem Umfeld, der dir dabei hilft. Und der König der Kelche kann natürlich auch ein Liebesbote sein. Nachrichten von Menschen, die du gerne hättest, liebevolle Nachrichten könnten kommen. Oder aber auch du selbst schickst dir eine liebevolle Nachricht. Eine wirklich schöne Karte. Und ich würde sie auch nutzen dafür, dich auf dein kommendes Lebensjahr vorzubereiten und dir zu sagen, okay, im kommenden Lebensjahr nehme ich mir vor, noch mehr auf meinen Bauch zu hören als bisher. Dann machst du genau das Richtige. Und das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Nun kommt der Löwe an die Reihe. Und natürlich bin ich sehr gespannt, welche Karte ich für den Löwen ziehe. Denn nicht nur sind jetzt im Augenblick noch Mars und Venus in deinem Zeichen, lieber Löwe. Am 22. am Donnerstag geht dann auch die Sonne in dein Zeichen. Und die liebste Zeit für dich des Jahres bricht an. Deine Geburtstagszeit, in der du noch wichtiger bist als sonst. Und siehe da, ich habe auch eine wunderschöne Karte für dich gezogen, nämlich die 10 der Kelche. Schau dir ruhig nochmal an, was ich beim Stier gesagt habe. Da lag ja das Rad des Schicksals und alle 10 des Tarots haben etwas mit dem Rad des Schicksals zu tun. Es geht um Veränderung, um Neubelebung, um Dinge hinter einem lassen, die einem vielleicht nicht mehr, die nicht mehr zu einem passen. Bei dir ist genau das gerade der Fall im emotionalen Bereich. Da sollte jetzt einfach etwas passieren, eine Veränderung steht an. Vielleicht hast du in den letzten Wochen, als Mars und Venus gemeinsam in deinem Zeichen waren, schon erspürt, mit wem du gerne noch Zeit verbringen möchtest und mit wem du weniger Zeit verbringen möchtest und was du brauchst, wen du brauchst, um deinen Selbstwert wirklich gut zu leben und dich gestärkt durchs Leben zu bewegen. Jetzt in der Woche ist es an der Zeit zu handeln, Dinge umzusetzen, die wichtig sind dabei für dich und vielleicht auch eine Veränderung in deinem Freundeskreis herbeizuführen oder in deinem familiären Bereich. Für dich ist natürlich auch der Wassermann-Vollmond am Samstag besonders wichtig, am 24.07. Denn Wassermann, das ist dein Gegenzeichen. Und du kannst davon ausgehen, dass diese Veränderung, von der ich hier dir gerade erzählt habe, sich auch an diesem 24., um diesen 24.07. herum manifestiert. Achte da genau in dieser Zeit darauf, was und wer aus deiner Sicht nicht mehr so gut dir in den Kram passt, was du emotional verändern musst, beziehungsweise die Emotionen verändern sich von alleine, aber auf welche Emotionen du reagieren solltest und eine Veränderung in deinem Leben herbeiführen solltest, damit es dir wieder besser geht, damit du noch mehr Lebensfreude leben kannst und vor allem, damit du eine ganz tolle Geburtstagszeit hast.
Das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich und ich wünsche dir echt einen super Start in dein neues Lebensjahr. Ja, wir sind schon bei der Jungfrau angelangt und für dich, liebe Jungfrau, ist es natürlich relevant, dass die Venus am 22. am Donnerstag in dein Zeichen geht. Und wo Venus ist, da geht es dem Zeichen gut. Und vielleicht kannst du da etwas mehr ins Genießen kommen in der Zeit. Ich bin schon der Ansicht, ihr müsst nicht glauben, dass da nur Kelche drin sind in dem Kartendeck, aber ich habe auch für dich eine wunderschöne Karte gezogen, nämlich das Ass der Kelche. Und da können wir davon ausgehen, dass Venus in deinem Zeichen dir sehr viele freudige Nachrichten bringt, neue Emotionen, Aufbruchsstimmung im Gefühlsbereich, vielleicht sogar Liebesboten oder aber eine Stärkung deiner Selbstliebe stehen an, Inspiration und das Gefühl, von der Muse geküsst zu werden, ist auch immer etwas, was ich mit dem Ass der Kelche verbinde. Also du scheinst in der kommenden Woche wirklich tolle Dinge zu erleben, dich treiben lassen zu können. Und bisher, finde ich, waren alle Karten, die ich gezogen habe, sehr im Einklang mit den vier der Stäbe, mit diesen Vögeln. Bei der Jungfrau muss ich auch immer an die Vögel denken und das Informationsverbreiten. Böse Menschen würden sagen, tratschen. Gut informiert bist du immer, liebe Jungfrau. Nun ist es an der Zeit, diese Informationen zu filtern auf emotional nützlich, emotional weniger nützlich und das Nützliche weiter zu verarbeiten und zu nutzen und das Unnütze weg damit. Auch bei dir geht es darum, Dinge auszusortieren, Menschen auszusortieren, die du nicht mehr brauchst und du wirst sehen, dir fällt ein Stein vom Herzen und du kannst ganz produktiv deiner neuen Leidenschaft folgen und so super in die in den Spätsommer und dann auch in die Herbstzeit, in deine Zeit starten. Das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. Halbzeit ist angesagt und da habe ich dann natürlich auch einen Schluck mir verdient und starte aber sofort weiter mit der Waage, die natürlich sicher schon ganz ungeduldig wartet. Ja, Waage, was ist los für dich? Bei dir ist auch nicht so viel los. Ich habe beim Zwilling vorher nicht erwähnt, dass der Wassermann-Vollmond natürlich auch für den Zwilling immer sehr interessant ist. Auch für dich als Luftzeichen ist so ein Vollmond in einem Luftzeichen interessant. Aber es ist jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel los bei dir. Dennoch habe ich jetzt mal eine andere Karte gezogen als bisher, eine Münzkarte, die 5 der Münzen. Ja, die 5 der Münzen ist nicht die allerbeliebteste Karte. Bei ihr geht es darum, dass man vielleicht gerade sich mit finanziellen Themen rumplagt, mit Sorgen der materiellen Art. Gleichzeitig sagt diese Karte aber auch immer, Hilfe ist da, du musst sie nur annehmen. Und oft ist es auch ein sich Sorgen machen, ohne dass tatsächlich ein wirklicher Grund besteht, sich um das zu sorgen, worum es geht. Wir sind halt alle in der Materie verfangen und haben da unsere Existenz und Ängste und Sicherheitsbedürfnisse. Und da scheinst du in der kommenden Woche etwas geplagt zu sein. Überlege dir, was du verändern kannst, damit du diese Ängste nicht mehr hast. Kannst du noch eine zusätzliche Arbeit annehmen? Kannst du Geld von irgendwelchen anderen Quellen beantragen als bisher? Oder aber geht es wirklich nur darum, sich weniger mit dem Hier zu beschäftigen und mehr mit dem da oben? Die 5 der Kelche sind auch oft eine Aufforderung, sich ein bisschen mehr mit den geistlichen Themen zu beschäftigen.
Meditation tut dir gut, aber vielleicht auch irgendetwas, was dich in ein anderes Körpergefühl bringt, sprich Fitness, sich mit dem Körper in einer positiven Weise auseinanderzusetzen, ihn zu verausgaben, um wieder mehr Klarheit zu gewinnen. Das sind Dinge, die ich dir für die kommende Woche vorschlagen möchte, liebe Waage. Mach dir keinen Stress, alles wird gut und du wirst sehen, in der nächsten Woche habe ich wieder eine richtig gute Karte für dich. Wobei ich die 5 der Münzen auch gar nicht so schlecht finde. Aber viele andere finden das, deswegen warne ich dich da etwas vor. Das, meine liebe Waage, ist jedenfalls meine Nachricht für dich. Nun kommt der Skorpion an die Reihe. Ja, für den Skorpion steht jetzt auch nicht so viel auf dem Programm gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Und interessanterweise habe ich aber auch für dich eine 10 gezogen, die 10 der Stäbe. Also auch für dich lohnt es sich vielleicht, wenn du es noch nicht getan hast, das anzusehen, was ich über den Stier gesagt habe. Da habe ich das Rad des Schicksals liegen. Alle Zähnen sind mit dem Rad des Schicksals verbunden. Es geht immer um Veränderung und um ja, umwälzende Prozesse. Und bei dir finden diese gerade auf der energetischen Ebene statt. Du solltest dich fragen, ob du dich vielleicht bei manchen Themen verrennst in etwas, ob du dir zu viel aufbürdest, ob du zu viele Dinge an dich reißt, anstatt sie auch zu delegieren. Die Karte weist immer darauf hin, dass man sich ziemlich stresst mit etwas und dadurch den Überblick auf die wirklich wichtigen Prioritäten des Lebens verliert. Ich würde dir vorschlagen, dass du diese Stäbe, die dieses Krokodil da hält, loslässt, dir einen dieser Stäbe, Knüppel auswählst und dann damit voranschreitest. Du hast zu viel gerade auf deinem Buckel, lass es los und überlege dir genau, was dir nützt, nicht so sehr, was anderen nützt. Das heißt nicht, dass du nicht für andere auch was tun sollst, aber bei dieser Karte ist es immer erst wichtig zu überlegen, okay, was muss ich jetzt für mich tun, damit es gut für mich weitergeht? Und nicht so sehr, was muss ich für andere tun? Du hilfst anderen wesentlich mehr, wenn du jetzt erstmal was für dich tust. Und danach, wenn du wieder in ruhigen Gewässern bist, wenn du wieder mehr in Balance mit dir bist, mit deinem Energiehaushalt, dann kannst du wieder etwas für andere tun. Achte einfach darauf in der kommenden Woche. Das ist, was ich dir da mitgeben möchte. Meine Nachricht für dich, lieber Skorpion. Ja, noch 4 Zeichen stehen uns bevor. Natürlich jetzt erstmal der Schütze, die Schützin. Ich hoffe, ihr konntet eure Ungeduld zügeln. Weiß, alle Feuerkarten haben es immer besonders eilig. Für dich ist es sicher ebenso wie für den Löwen und den Widder interessant, dass die Sonne am 22. in den Löwen geht, dass du jetzt auch noch profitierst von Mars und Venus im Löwen. Also eigentlich müsste das eine runde Woche für dich werden und mal schauen, was die Karten dazu zu sagen haben. Es wird etwas langweilig. Ich habe schon wieder eine Kelchkarte gezogen. Diesmal den Ritter der Kelche, der hier wunderhübsch auf einem Stier daherreitet. Ja, der Ritter der Kelche ist. Kannst du ruhig nochmal ansehen, was ich über den Krebs gesagt habe und den König der Kelche. Das ist eine ein bisschen abgeschwächte Form des Königs der Kelche. Er hat eine klare Vorstellung davon, was er emotional braucht, damit es ihm gut geht. Und ein Ritter ist natürlich immer ideal für dich, lieber Schütze, denn du bist ja immer gerne unterwegs und weißt dann auch, was du haben willst und wen du haben willst. Und ja, in diesem Falle ist das auch total berechtigt. Du solltest dir überlegen, was ist mein größter Herzenswunsch? Den dir auf einen großen Zettel schreiben oder auf den Kelch in der Hand. Und dann losreiten, immer mit Blick auf das, was du da aufgeschrieben hast. Und dann bekommst du es auch oder ihn oder sie auch. Dem Ritter der Kelche sind wir unterwegs.
das oder den oder die zu erobern, was wir wirklich gerne haben wollen, das kriegst du gerne in der kommenden Woche hin. Und die Sonne im Löwen wird dich dabei definitiv unterstützen. Also Attacke los, folge deinem Herzen und du machst genau das Richtige. Mehr habe ich dir eigentlich gar nicht zu sagen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das, mein lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Kommen wir zum Steinbock. Und auch für dich stehen jetzt nicht so viele Veränderungen an. Wenn Venus am 22. in die Jungfrau geht, das ist sicher ganz angenehm für dich, denn auch du profitierst dich ja gerne von der Energie der Liebesgöttin. Und tatsächlich habe ich für dich einen Buben der Münzen gezogen. Ich glaube, ich ziehe in letzter Zeit ziemlich oft für dich so materielle Karten, aber du bist ja auch ein Zeichen der Materie, ein Erdzeichen. Und diese Karte sagt dir, das, was du gerade im Begriff bist aufzubauen, führe es weiter und du wirst Glück damit haben. Der Ritter der Münzen ist eine Karte der Investition in etwas, also sei nicht zu knauserig, gib die extra, den extra Euro aus für das, was du gerne haben möchtest, denn Investitionen werden sich auf die lange Frist lohnen. Die Karte ist eine hervorragende Karte, wenn es darum geht, dich selbstständig zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen in einer Arbeit oder aber auch eine Familie zu gründen oder irgendetwas anderes zu manifestieren. Eine wirklich sehr, sehr gute Karte, die dir eine gute Woche verspricht. Allerdings hast du mehr die Aufgabe, nicht so sehr die Gedanken und Gefühle treiben zu lassen, wie das bisher die anderen Zeichen durften. Du solltest jetzt schon in den Arbeitsmodus gehen, spätestens ab dem 22.07., wenn Venus in die Jungfrau geht. Das, mein lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich. Der Wassermann, die Wasserfrau. Das mit den Gendern, das ist immer noch ein Problem für mich. Ja, für dich super wichtig, der Vollmond natürlich am 24. Den solltest du dir rot im Kalender anstreichen und meinen Mondimpuls am 23. nicht verpassen. Für dich könnte es gut sein, dass da Dinge zu einem Abschluss kommen, die schon seit der Wintersonnenwende in dir arbeiten, nochmal etwas klarer wird als bisher. Und tatsächlich, ja, habe ich eine wirklich coole Karte für dich gezogen, die Sonne. Die Sonne verspricht dir, dass du vielleicht wirklich zu Vollmond, ich finde, man kann in dieser Karte sehr schön den Vollmond sehen. Wir haben die Sonnenfigur auf der einen Seite und dann diese dunklere Figur, die vielleicht eher der Nacht der Dunkelheit entspricht. Ja, also da haben wir eigentlich eine Vollmondkonstellation, wobei in diesem Falle die Sonne und nicht der Mond so angestrahlt wird, aber ja, so ein bisschen kann man das darin sehen. Auf jeden Fall geht es in der Sonne darum, dass du erkennst, das bin ich wert, das bin ich bereit zu tun für andere und das tue ich für mich. Das ist eine Karte der Abgrenzung, die sagt, ich weiß jetzt genau, was ich will. Und ich werde alles tun, um das zu leben, was ich bin. Und ich werde auch dafür sorgen, dass es mir erst einmal gut geht und dann den anderen. Das ist so ein bisschen wie das, was ich beim... bei wem habe ich es gesagt? Ich habe mich gar nicht entsinnen. Ich glaube, es war beim Skorpion. Im Augenblick ist es wichtig, dich selbst zu leben und zu feiern. Die Sonne ist natürlich auch eine Urlaubskarte und eine Karte der Entspannung. Also vielleicht gehst du in der kommenden Woche ein bisschen sanfter mit dir um, lässt aber trotzdem Revue passieren, was im letzten halben Jahr oder seit der Wintersonnenwende passiert ist in deinem Leben. Ziehst daraus Ergebnisse, Konsequenzen, setzt neue Konsequenzen um, die daraus erfolgen. Und dann wird es dir in den kommenden Wochen
richtig gut gehen. Im Augenblick ist ja Saturn noch rückläufig und Jupiter hat dein Zeichen verlassen, kommt aber Ende Juli wieder in dein Zeichen zurück. Und ich glaube, es wäre gut, wenn du dann vorbereitet bist, mit neuen Projekten und Zielen ja, loszustarten. Darüber rede ich dann wahrscheinlich in der nächsten Woche, denn da wird Jupiter dann zurückgehen in dein Zeichen. Jetzt, wie gesagt, Genuss, aber auch Überlegung, Essenz meines Lebens, was habe ich in den letzten 6 Monaten gelernt, welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus und wie setze ich sie um. Das, mein lieber Wassermann, meine liebe Wasserfrau, ist meine Nachricht für dich. Wir sind fast am Ende dieses Taroskops. Nun kommt nur noch das Fischezeichen dran. Und es ist schon echt unfair, dass wir immer als letztes dran kommen. Vielleicht ändere ich das jetzt einfach mal. Aber ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und jetzt bin ich sehr, 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 sehr gespannt, was ich für uns, ihr lieben Fische, ziehe. Ja, interessant. Die 8 der Münzen. Auch wieder eine Münzkarte. Wie gesagt, die Wasserzeichen, bei denen passiert in der kommenden Woche nicht so wirklich viel. Die 8 der Münzen ist aber eine ziemlich arbeitsame Karte. Und eigentlich ist es eine meiner Lieblingskarten, aber in dieser Version gefällt sie mir nicht so wirklich gut, obwohl da ja jemand auf seinem Rücken Münzen in einer Muschel trägt. Ein Zeichen der Fruchtbarkeit, ein Zeichen auch durchaus der Sinnlichkeit über die Muschel, das Zeichen der Venus. Ja, auf der anderen Seite aber sieht es schon nach harter Arbeit aus. Mir fällt dazu ein, dass die Karte der Jungfrau zugeordnet ist und Venus hier an die Jungfrau geht. Das heißt, für uns fühlt sich das dann vielleicht so ein bisschen an wie, oh, jetzt müssen wir aus dem Träumen raus. Tatsächlich hört ja dann auch mein Urlaub auf in der kommenden Woche. Mir ging es richtig gut in den letzten Wochen. Jetzt heißt es aber wieder harte Arbeit, Kurse geben, die natürlich auch Spaß machen, aber es geht wieder an die Arbeit. Und gleichzeitig ist dies aber auch ein Versprechen, dass das, was wir tun, profitabel ist, dass wir gute Dinge tun, dass wir Dinge tun, die unserem Talent entsprechen. Auch wenn es sich manchmal etwas anstrengend anfühlt, können wir dann auch demnächst die Früchte unserer Bemühungen ernten. Von daher eigentlich wirklich gar keine so eine schlechte Karte. Bloß hier in der Version gefällt sie mir nicht ganz so gut. Und ich würde sagen, das ist meine Nachricht für euch da draußen, liebe Fische, die ihr mir die Treue haltet. Ja, damit bin ich am Ende des Taroskops angelangt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei all denen bedanken, die uns wirklich eine Kaffeetasse oder sogar zwei spendiert haben. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass da irgendwas passiert, aber tatsächlich macht ihr das und es freut mich total. Und ich freue mich natürlich auch super, wenn andere das auch noch tun. Wie gesagt, es ist gar kein Muss und kein Zwang, aber ich werde euch jetzt immer mal wieder daran erinnern, einfach weil ich gelernt habe, und das ist vielleicht auch ein 8 der Münzen-Thema, dass ich Dinge ansagen muss, damit sie geschehen. Jetzt als Fischin hoffe ich ja immer, dass alles irgendwie sich so auflöst. Wir brauchen die Kaffeetassen nicht, aber es ist schön zu wissen, dass die Arbeit, die wir in unsere Videos stecken, euch so gefällt, dass ihr sagt, wir unterstützen das gerne, dass ihr euch auch ein bisschen eine entspanntere Zeit gönnen könnt und so eine Kaffeetasse, das ist schon echt immer schön. So, jetzt höre ich auf damit. Ich wünsche euch eine super Zeit. Beim nächsten Mal bin ich wieder live und wir sehen uns ja vielleicht auch schon am 23. live mit dem Mondtaroskop. Ja, der Kurt und der Timur, die sind weiterhin noch im Urlaub, aber wir werden dann auch wieder bald mit anderen Videos starten. Wir haben ja noch Legepraxis-Videos, wir haben Videos, wo wir noch unboxen wollen. Und das hat sich gerade alles etwas gestapelt. Wir hatten hier auch noch Ende des Schuljahres eine aufregende Zeit.
wie geht's weiter mit der Schule, klappt alles, Zeugnisvergabe und so. Und wir mussten jetzt alle uns erstmal ein bisschen ausruhen nach einem sehr anstrengenden Schuljahr, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Aber bald starten wir dann hochmotiviert wieder durch als Familienclan. Und ja, ich freue mich, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter liked, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr anderen Leuten erzählt, dass wir hier regelmäßig online sind. Und damit habe ich für heute genug geredet. Macht's gut, genießt den Rest des Wochenendes und habt eine tolle Woche. Ich finde, die Karten versprechen, dass das für euch alle der Fall sein sollte. Bis ganz bald. Tschüss.